Das ist schon viel besser. Oh, und ich, Crush4DFIC89, begrüße euch nun herzlich zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Tears of the Kingdom. Ja, ich habe beschlossen, wieder hier zurückzukehren von der Winterlandschaft, denn es war zumindest wichtig, dass ich die Batterie bekomme. Und vor allem möchte ich erstmal gucken, ob ich hier überhaupt noch einen Winterwams bekommen kann und vielleicht auch noch einen Bogen, bevor ich dort bei der Winterlandschaft weiter erkunde. Und fürs Erste also gehen wir mal hier weiter und dann auch noch vorher zu den Tempel des Windes. Oder so hieß er doch, ne? Aber zuerst gucken wir uns mal rundherum um. Und da gibt es auch noch einiges zu sehen hier. Allerdings glaube ich, hier kommen wir noch gar nicht drüber. Obwohl, von da drüben vielleicht. Ja, das müsste ausgehen. Aber wie gesagt, wir schauen uns erstmal ein bisschen noch weiter um. Erkunden ist immer noch angesagt. Leider kein Croc hier. Und ja. Immer wieder so viele leere Steine. Ich weiß ja, Crocs würden ja nicht sofort auftauchen oder auch irgendwelche Insekten. Aber trotzdem. Ich habe außerdem noch von der Stelle, wo diese Roboter uns mit Eispfeilen beschießen, habe ich tatsächlich noch eine weitere Steinaxt gefunden. Die habe ich mir gleich geschnappt, weil ist aktuell die beste Einhandwaffe, die wir haben. Und damit können wir sogar Holz fällen. Hm. Ah, da bewegt sich was, aber das ist so weit entfernt, dieser Frosch. Was passiert, wenn wir den Stamm ins Wasser schmeißen? Den haben wir schon bereits hier runtergeschmissen. Um hier runterzukommen, brauchen wir schon das Parasegel und das haben wir leider noch nicht. Ja, wollte auch sagen, vielleicht bekommen wir beim Tempel des Windes auch das Parasegel. Deswegen ist es wichtig, dass wir dort auch nochmal hinkommen. Aber auch vergessen zu erwähnen. Ja, ich habe natürlich auch weitere Winterschutzmedizin für alle Fälle mal zubereitet. Aber, also, Schutznahrung, weil das ist eigentlich nicht wirklich jetzt eine Medizin. Hm. Ah, so viele. Oh. Wieder vergessen, die Stoppuhr zu stellen. Immer typisch für mich. Ich muss auch gucken, ob ich überhaupt... Ja, ich nehme auf. Weil, da muss ich wirklich aufpassen, wenn ich vor Konsolenspiele weiterhin aufzeichne. Kann ja passieren, dass ich wieder das Aufnehmen vergesse und dann, ja, verlieren wir wieder zu viel Footage. Ist mir schon bei Octopath Traveler leider zuletzt wieder passiert. Ich meine, zum Glück war das meiste eh nur Filler. Von dem Part. Oh, je. Da habe ich eine Austauschschrecke wieder. Schon wieder eine verscheucht. Oh, Mann. So, wir können uns hier mal bei den Gewässern gucken. Hierauf kommen wir noch gar nicht. Ja, wir sollten mal um den Tempel herum ein bisschen uns umgucken. Wäre da noch was Interessantes. Ich meine, gibt es hier Stellen, wo man sich wieder kurz erholen kann vom Schwimmen? So, können wir auch hier von Schiff zu Schiff springen. Hm. Also Songa, das wird noch was im Wasser. Oh. Aber das sieht schon wirklich nice aus, weil ich meine, come on! Da zeigt die Switch wenigstens, dass sie noch wirklich eine nice Grafik hinbekommt. Ist natürlich immer noch nichts im Vergleich zu den ganzen AAA-Sachen, die jetzt also auf PlayStation und Xbox, also zu den anderen AAA-Sachen, weil die sagen, über PlayStation und Xbox. Aber trotzdem, es ist immer noch sehr nice anzusehen. Im Großen und Ganzen. Ich meine... Es gibt ja auch teilweise Indie-Spiele, die wirklich solche AAA-Grafiken hinbekommen, wie ja zum Beispiel Kena Bridge of Spirits. Wird natürlich auch den ist noch Let's Played. Nochmal so am Rande.
Aber das auch nur, weil sie zum Beispiel Disney und Pixar Animation, ehemalige Angestellte bei Disney und Pixar auch noch, also dass das Team auch teilweise aus ehemaligen Disney und Pixar Angestellten bestand. Und dementsprechend also konnten sie natürlich auch etwas so grafisch Wundervolles zaubern. So. Ah, hey, überrenn mich mal nicht! So. Jetzt schauen wir uns mal hier an der Na gut, du willst, dass ich dir das Fleisch von dir kriege? Komm her, komm her, komm her. Irgendwann läufst du in eine Sackgasse rein. Ja. Oder auch nicht. Alter Schwede. Der findet immer wieder einen Weg, mich zu schicken. Ach, was soll's. Jetzt bin ich vollkommen... Ich soll jetzt zurück zum Tempel. Und von dort aus mich mal umgucken, weil da habe ich doch mal Stellen gesehen. Also, hätte ich doch etwas gesehen, was ich hier gerne erkunden möchte, aber... Dazu muss ich erstmal hingelangen. Möglicherweise finden wir, wie gesagt, dort einen Bogen. Weil wir haben schon so viele Holzpfeile bekommen, da müssen wir bald auch mal einen Bogen kriegen. Ganz ehrlich, ich frage mich, warum man da Pfeile bekommt, aber keinen einzigen Bogen. So. Hm. What? Das sind wieder Holzpfeile und ich habe was gehört. Da oben. An den schleiche ich mir an, wenn er sich nicht wieder umdreht. Diesmal werde ich den Stealth killen. Das muss jetzt mal klappen hier. Come on. Yes! Haha! Das hat geklappt. Wow, so viele. Ein Bogen! Wir haben einen Bogen! Yes! Unseren ersten Bogen! Aha! Na, endlich! Lass das Pfeifen sein. Wie wechseln wir zu den Bögen hier? Welchen Knopf hier? Ach ja, ich habe außerdem herausgefunden, dass man, wenn man den Rechner Luxi gedrückt hält, hier schon mal das Teleskop von den Pura-Pad nutzen können. So können wir zum Beispiel auch weitere Schreine wieder markieren und diesmal bis zu 6 Stück. Ich glaube, vorher waren es nur 5, ne? So, aber wo bin ich jetzt hier? Aber endlich haben wir unseren ersten Bogen. Wurde auch Oh, da sind mehr Feinde. Ach, ich habe den Bogen ja bereits in der Hand. Mal testen wir mal aus. Headshot! Wo ist meine Waffe? So hatte ich keine Waffe in der Hand. What the hell? So. Oh Gott, nicht, dass das Material hier verloren geht. So. Schluss mit unserem aktuellen Kälteschutz, aber den brauchen wir eh nicht. So, jetzt können wir uns mal hier umgucken. Ja, dann werfe ich halt mal den Stock weg. Der ist eh schon alt. Und nehmen wir uns einen neuen Stock. So. Und gut ist. Hm. Hier können wir durchschwimmen, ohne dass wir vom Wasserfall mitgerissen werden. Und dann können wir mal hier schauen, ob sich da wieder eine Energiesphäre befindet. Diese nutzt man auch, um die Batterien aufzuladen. Aber ich heb sie mir auch erstmals noch auf. Oh, ist das? Ich dachte schon, da wäre eine Truhe.
So, dann gehen wir mal hier hoch und schauen wir mal, was da Feines, oh! Oh! Sputtlinge! Okay. Aufpassen. So. Da kommen wir leider auch noch nicht drüber. Könnt ihr eine Brücke oder so bilden? Aber dazu müssen wir erstmal eine weitere Fähigkeit freischalten. Aber gut. Gehen wir erstmal hier hoch. Was ist das denn? Jetzt brauchen wir auch eine Fertigkeit oder was? Hm. Tja. Das war wohl nix. So, dann gehen wir wieder runter, ne? Oh, aber hier sind noch weitere Sputtlinge. Na, kletter doch! So, hier unten ist Wasser, ne? Nein! Leider nicht. Deswegen aufpassen. Bisschen weiter runter hier. So. Jetzt. Passt es. Wirklich, wir brauchen auch bald das Parasegel. Falls es das überhaupt in dem Spiel gibt. Das muss es ja. Oder zumindest ist es eine andere Variante davon. So. Ich glaube, haben wir jetzt hier jetzt genug umgesehen? Oder habe ich noch was übersehen hier? Oh, Pfeile! Ein schöner Haufen hier. Ja, nice. Ach, ich bin so froh, dass wir jetzt endlich einen Bogen haben. Hier hatten wir also einen bekommen. Oh. Hier oben war ich doch auch noch nicht, ne? Hier sind noch weitere Sputtlinge. Aber das lassen wir mal. Oh shit, so viele. Jetzt habe ich wieder so viele Ausdauerschrecken verscheucht. Aber woher sollte ich denn wissen, dass hier welche oben sind? Oh, hier sind auch so viele Sputtlinge. Ah! What the? Ich habe keinen Schaden erlitten? Von dieser Höhe aus? Ja, kletter hoch, Mann. Na, immerhin ist es ein bisschen fairer hier, die Voraussetzung für einen Fallschaden. So. Aber jetzt klettern wir mal normal. Legit runter! Oh, sch... Jetzt habe ich mir hier ein bisschen verdrückt. Aber zum Glück, wie gesagt, hat mich von der Höhe aus nicht wirklich, zum Glück von der von hier aus nicht wirklich, also tut es mir von hier aus auch noch nicht weh. Na gut, ich schätze mal, wir haben jetzt genug gesehen, ne? Gehen wir jetzt mal zum Windtempel, es wird Zeit. Lange genug das hinausgezögert. Gehen wir weiter hier. Ruck. Wir können uns nachher noch umgucken. Wir brauchen noch weitere Hauptitems. Wir haben uns jetzt ein bisschen wieder ausgestattet. Dadurch, dass wir uns umgeguckt haben, haben wir jetzt nicht nur die Batterie, sondern auch ein Pfeil. Also ein Bogen, würde ich sagen. Mit dem kommen wir besser zurecht gegen die Gegner. Oh ja, da wir gerade davon reden. Oh, da hat sogar ein Schild. Oh, shit. Zu spät. Ah, verdammt. Ich verdrück mich jetzt mal. Ich brauche jetzt wieder was zu essen. Nehmen wir einen Fleischspieß. Ach, verdammt nochmal. Ich dachte, ich könnte kontern. Oh, da hat was...
eine besondere Waffe hier. Und hier haben wir unseren ersten Schild. Alter, abgenutzte Holzschild, der lediglich leicht greifen zum Beispiel Pfeilen und standhalten kann. Ja. Den wird das jetzt hier nutzen. Und ein verrostetes Schwert. Vor langer Zeit hat dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt, aber es ist so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält. Können wir auch leider Gottes nicht nehmen, weil unsere Waffentasche voll ist. Blech. Aber jetzt... sollte besser mit meinem Kontosystem wieder arbeiten, weil solche einfachen Angriffen ausweichen sollte eigentlich kein Problem darstellen. Sind lauter Überbleibsel von diesen Robotern. Aber die sind alle nutzlos. Den können wir nichts mehr anstellen. So, hier sind wir. Na denn? Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Rauru, einziger Besitzer des rechten Arms. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Hätte ich das vorher gewusst. Ich war gerade eben da. Na schön, das Tagebuch. Die verschlossene Pforte. Als du die Pforte zum Tempel der Zeit untersuchst, erschien Rauru, der ehemalige Besitzer deines rechten Arms. Ihm zufolge musst du die Karte des Arms wieder erlangen. Kräfte des Arms. Warum soll ich Karte sagen? Kräfte des Arms wieder erlangen und die Pforte zu öffnen. Die spiralförmigen Lichter führen dich zu den Schreinen, die dir dieses Unterfangen ermöglichen. Ja, also hier sind die neuen Schreine. Dann werden wir es Zeit, dass wir die mal markieren hier. Mal sehen, ob hier noch welche sich irgendwo befinden mögen. Da! Da oben ist noch einer. Sehr schön. Also wir haben schon mal zwei. Aber wir brauchen mindestens vier, um voll dem entweder die Ausdauer oder das Herz erhöhen zu können, also die Herzen nochmal verbessern zu können. Ich glaube, nach den anderen suche ich einen anderen Mal, ne? Na, was soll's, wir gehen erstmal zu dem, wo wir zuletzt gewesen wären. Na schön. Was soll's. Gut, kein Fallschaden, das ist schon mal gut. Aber jetzt muss ich mich wieder ein klein wenig heilen. Habe ich tatsächlich bislang nur drei Stücke Fleisch? Ja gut, ich habe ja was verbraucht durchs Kochen und so. So. Schon besser. Volle Herzen, damit fühle ich mich immer sicherer. Mit weniger fühle ich mich immer so nackt. Ja, da müssen wir ja nochmal hochklettern. Hätte ich das vorher gewusst. Meine Fresse! Wäre ich von vornherein hingegangen. Aber, ja. Da war ich ein bisschen zu ungeduldig.
Na gut, ich kann mir zumindest hier noch die, diese anderen Schleichlinge hier, Sputtlinge, wollte ich sagen, Sputtlinge, kann ich ja auch noch nachholen, wenn ich schon dabei bin. So, dann mal rüber. Ruck, jetzt runter da bitte, bevor deine Ausdauer wieder ausfällt. Na komm, kletter, kletter hoch, Mann! Du Heilige. Der Uku-Uhu-Schrein, hä? Na schön. Dann nichts wie rein hier. Bin ich mal gespannt. Also wir haben auf jeden Fall einen Porter jetzt offen. Für Schnellreisen. So, und da drin ist also der Schrein. Richtig antik vor alledem jetzt gerade. Vielleicht kann ich von hier aus noch weitere Schreine entdecken. Hier könnte sich zum Beispiel auch einer befinden, aber nö, da ist nichts. Und gewöhnliche Säule. Ja, ich weiß, ich komme ja dann. Ich will noch vorher gucken, ob wir noch welche sind. Wird es dunkler? Oh, da ist doch einer. Nice. Immerhin haben wir schon einen dritten entdeckt. Hm. Wo bloß befindet sich 49? Ach, da. Dafür haben wir noch später Zeit. So, immerhin haben wir einen dritten entdeckt und jetzt drei da. Was erwartet uns hier für eine Prüfung? Mir gehen die Ladezeiten recht schnell im Vergleich zum ersten Teil. Aber gut, das habe ich auf der Wii U gezeigt. Ich bin sicher, auf der Switch wird es auch schneller laden. Ah. Da bist du also. Dies ist das ein Bannschrein. Hier versiegte ich vor Urzeiten mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du deinen Arm diesen Lichter badest, kannst du seine verlorenen Kräfte wieder erwecken. Hol an, strecke deinen rechten Arm aus. Oh. Oh, wow, was? Ultrahand? Diese Fähigkeit kannst entferntes Objekt greifen. Oh! Und es sind 6 Fertigkeiten. Solange du die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf einen anderen Gegenstand befestigen. Ah! Dabei konnte ich zum Beispiel eine Brücke gestalten. Aber da gab es ja eine bestimmte Stelle, wo ich nicht weiter konnte. Und das kann ich jetzt mit Ultrahand machen. Nice. Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Es ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn du sie klug einsetzt, kannst du damit herstellen, was auch immer dir vorschwebt. Wenn du mithilfe dieser Kraft das Innenteil des Scheins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Okay. Schaffenskraft. Dann wollen wir mal, ne? Ja, falle dem hier. Das ist halt wie das Magnetmodul. Hm. So, damit haben wir hier diese Brücke erschaffen. Ja. Hm. Muss doch gucken, es muss auch mindestens eine Schatztruhe irgendwo sein. Kann man das nicht schneller auswählen? Hm. Da ist ja noch eine Platte. Warte mal, kann ich die dann... Oh, was?
Okay. Ich verstehe schon, ne? Oder dachte ich zumindest, dass ich es verstehen würde. Hm. Ja, das muss man anders anstellen. Na, kletter hoch, bitte. Hm. Mit den Rechneranlogs sich lösen, oder wie? Ah, wenn man es schüttelt. Okay. Nein, das muss ich ganz anders anstellen und vor allem aufpassen, dass ich nicht versehentlich... Ah! So. So kann ich es verbinden. Yes! Und so kann ich eine größere Brücke dadurch erschaffen. Ja, so geht das. Nice one. Diddle-diddle-diddle-dim. Oh, da ist die Truhe. Wie komme ich denn da? Au, ich verstehe schon. Einfach das mitnehmen und... Yes, Baby. Dann mal hoch zur Truhe. Ein Bernstein? Stein des Baumharzes mit den geheimnisvollen gelb-roten Steinen. Das wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Okay. Wir haben also unser erstes Juwel gefunden. Aber wenn ich die Fertigkeit gut nutze, dann kann ich auch... Schatztruhen damit leichter entdecken. Hm. Oh. Da können wir ja ganz was Feines damit basteln. Okay. Was zum... Das bleibt so gerade stehen? Hm. Ich muss das richtig zusammenbasteln, damit ich da rüberfahren kann damit. Hm. So. Damit ist hier ein Haken. Wie bekomme ich das da raus? Moment mal, sehe ich das richtig, dass da oben was... Hm. 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 Gedrückt hat. Oh, zum Drehen. So, mal gucken, dass ich... So, so kann ich das drehen hier. So kann ich es dran heften. Halt mal! Ey, bleib zurück! Komm zurück! Och, nee! Moment, kann ich den so wieder... Ach, Gott sei Dank, das funktioniert. Was soll das denn? Bleibst du da? Dich brauche ich noch. Hm.
So. Muss ich aber richtig, Okay. Was hab ich hier aufhören, mich hier zu verdrücken? Ja, komm! Nimm's endlich! Verdammt. So, hier auch am Rande. Vielleicht etwas besser? Ist ja wie ein Superkleber. Warum muss es so schief hier sein? Das hilft mir auch wenig. Wie kann ich denn den hier so aufrecht stellen? Es liegt jetzt so blöd schief da. Ich würde das gerne aufrichten hier, hallo? Verdammt nochmal! Ich hasse es, wenn ich mich jedes Mal verdrücke. Jetzt aber. Ich muss einfach nur mich ein bisschen gut besser positionieren als so. So. Das könnte klappen. Und das jetzt damit verbinden und dann komme ich damit weiter. Sehr schön. Und jetzt hoch da. Und wir können rüber. Weil hier wurde uns das hier als Beispiel gezeigt. So, ist ja sonst noch was. In manchen davon gibt es ja zwei Truhen. Aber ist ja keine weitere Truhe. Also, wir haben den Schrein abgeschlossen. Sei gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Okay. Zeit, den Arm im Licht zu baden. Ist etwas Miasma ausgetreten? Segenslicht, ein Kristall Seherenlichts, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte, strahlt ein angenehm natürliches Licht aus. Möge das Segenslicht der Kraft schenken. Super! Na denn? Wir haben unseren ersten Schrein durch!
Dann schauen wir, dass wir uns gleich den nächsten widmen. Du hast den Schrein mit Bravour bewältigt. Dafür hast du eine der Fähigkeiten zurückerlangt. Wenn du auch die zwei verblendenden Schreine bezwingst, wird sich dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Achso, zwei weitere. Okay, also die restlichen zwei habe ich schon entdeckt. Sieh dich um und markiere dir die Schreine, die du entdeckst. So wirst du sicher ohne Mühe erreichen. Verwende dazu dir das Fernglas des Pura-Pads. Ja, aber das bestreiten wir dann im nächsten Part. Und ja, hier wird uns das Fernglas doch nochmal erklärt. Na schön, aber wie gesagt, im nächsten Part werden wir dann die restlichen beiden Schreine bestreiten. Und wie immer gilt, wenn es gefallen wusste, das Bestimmungsweise, Thumbs up und Kommentar. Nicht vergessen, trotz der Tatsache, dass ich mich wirklich immer wieder verdrücke. Und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde wirklich hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Tears of the Kingdom. Also auf Wiedersehen und Tschüssi, Leutchen!